Hallo liebe Spielende, hier ist Gary und Metatron mit einem Let's Play oder Stream von Guild Wars 2, je nachdem wo ihr es euch hier gerade anschaut. Im Moment bin ich auf Twitch unterwegs, aber ich setze das nachher auch mal auf YouTube, damit ihr seht, was ich denn alles so zurzeit spiele. Im Moment bin ich in Guild Wars. Guild Wars kauft man ja einmal und dann kann man ja immer weiter spielen und es gibt Edelsteine im Shop. Wir sind nämlich im Ende der Geschichte, also in den letzten Quests so circa. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann gibt es unter eurem Helden den Punkt, ja, einmal Ausrüstung, Garderoben und sowas und einmal den Punkt hier Chronik. Und Chronik, in der Hauptgeschichte ist es ja hier meine Geschichte. Also im Hauptspiel, wenn man das Spiel gekauft hat, hat man meine Geschichte. Dann gibt es den Scarlet's Krieg, das war Staffel 1 der lebendigen Welt. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, da gibt es nur eine kurze Übersicht zu. Kann man jetzt auch hier sehen, dann kriegt man so eine kleine Geschichtsstunde und dann war das Thema erledigt. Und dann gibt es die Staffel 2 und ihr seht schon, wir haben hier die Pforten von Maguma und die ersten vier großen Storylines schon durch. Also sind hier jetzt gerade an der fünften Storyline und ihr seht schon, selbst im vierten Teil wird hier richtig viel erklärt. Diese verschiedenen Stories sind alle ja seit der Hauptgeschichte irgendwann ins Spiel gepatcht worden. Jetzt kurz vor dem Add-on kommt das Ganze ja für mich auf jeden Fall sehr pünktlich, also dass ich jetzt das dann durchspielen will, das Add-on, das passt jetzt gerade. Ich bin mit anderen Spielen ziemlich weit am Ende, so wie Elder Scrolls Online, Star Wars, Herr der Ringe Online, das spiele ich alles. Und da bin ich überall komplett durch oder fast komplett, also so, dass es mir nicht mehr sehr viel Zeit raubt. Deshalb habe ich jetzt wieder mal bei Guild Wars reingeschaut und mir das Add-on natürlich schon vorbestellt. Ich kann auch in die Beta rein, aber das hier ist jetzt nicht die Beta. So, wenn ihr auf jeden Fall wieder einloggt, dann macht diese Quests auf jeden Fall, weil die bringen euch gute Belohnungen. Goldene Säcke, orangene Säcke, ihr kriegt also richtig gute Items dort raus. Ihr bekommt also richtig schöne, hier seht ihr das mal, so ein Sack ist da normal. Ja, okay, das ist jetzt ein gelbes Item, irgendeins. Aber hier ist zum Beispiel eine bestickte Geldbörse in Orange. Ja, und das nie zu viele Schätze haben. Ja, und ihr seht, was es da alles schon drin gibt. Ja, auf jeden Fall Silber und Rüstung und Material, was ziemlich hoch ist. Hier ist schon wieder ein neuer Sack. Okay, der Sack ist jetzt, glaube ich, so zwischendurch nochmal reingekommen. Aber ihr seht schon, das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, weil jede Quest, jedes Step ist fast eine Instanz und die kann man solo spielen, wenn man relativ gut überleben kann. Manchmal stirbt man sich auch eher durch und dann bekommt man immer viel, viel Belohnung. So, und was ich euch jetzt sagen wollte, ist einmal, dass wir diese Quest jetzt hier weiterspielen. Also wir machen jetzt hier Echos der Vergangenheit weiter. Aber ganz kurz, nicht alle waren von Anfang an freigeschaltet. Zum Beispiel musste man diese Echo der Vergangenheit kaufen. Diese hier musste man mit 200 Edelsteinen kaufen und die gibt es ja hier im Store. Bedeutet, auch bei Guild Wars kann man Geld ausgeben, wenn man es unbedingt haben muss. Ihr seht, hier habe ich die jüngsten Einkäufe getätigt, Staffel 2 der lebendigen Welt. Und die folgenden Gegenstände sind wegen Kaufbeschränkungen nicht mit eingeschlossen, der Kaufpreis wurde entsprechend angepasst. Ja, ich habe schon ein paar Episoden davon gehabt, also manche sind davon freigeschaltet, manche nicht. Und ihr seht, ich habe jetzt alle 8 und 4 davon sind, nee, 3 davon sind nicht freigeschaltet, hätte also 600 Edelsteine gekostet. Edelsteine kann man kaufen oder per Währungssystem umtauschen gegen Gold. Ja, da kann man also hier 800 Edelsteine gegen 156 Gold eintauschen. Das Gold muss man natürlich irgendwann mal zusammen haben erst. Da muss man ziemlich viel Gold sammeln. Oder ihr kauft euch diese Edelsteine mit Echtgeld. Das geht auch. 800 Edelsteine, glaube ich, 10 Gold. Gucken wir mal gerade. Ich weiß nicht ganz genau.
Da kann man mit. Ja, genau. 800 Edelsteine für 10 Gold. 10 Euro. Ich bin ganz durcheinander. Okay. So, und dann könnt ihr euch diese Episoden alle holen. Oder ihr sammelt euch halt so viel Gold zusammen, dass ihr sie per Edelsteintausch kauft. Und im Moment gibt es auch im. Der Börse. In der Handelsbörse. Ein Paket für die Story, nämlich statt 600 bezahlt man nur 480 Edelsteine oder so. Also im Moment lohnt es sich, kurz vor dem Add-on, Ende Oktober, 24. Oktober kommt es hier raus, Hearts of Thrones. Und deshalb, ja, macht das am besten jetzt, weil dann könnt ihr die Story schon mal vorspielen, weil hier ist auch ziemlich viel über den neuen Drachen. Es gibt nämlich einen neuen Drachen und das ist so ein Dschungel-Walddrache und der hat ja, ziemlich viele Gehilfen. Erstmal solche Ranken, die ihr hier seht. Und hier dieses Vieh, was hier zum Beispiel liegt. Das ist auch eins seiner Gehilfen von diesem Drachen. Wir sollen nämlich jetzt gerade Katies Aufklärungstrupp suchen. Das haben wir gemacht. Den haben wir jetzt hier. Also, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Und wir sollen diese Modrem-Überreste untersuchen. Das haben wir auch gemacht und da kam auf einmal Karnach aus dem Nichts und Karnach hat uns erzählt, er hätte den vermint, also verbombt irgendwie. Und deshalb sollen wir ihn nicht anfassen. So, warum das Ganze? Wir haben ja neue Gefährten bekommen nach der Hauptgeschichte. Es gibt jetzt ein Nord, ein Char, Magier, Mesmer, und so weiter, die uns jetzt immer wieder helfen. Die werdet ihr jetzt gleich bestimmt auch mal in der Story sehen. Wir spielen nämlich jetzt mal hier die Story weiter. Und ihr seht schon, wir sind dann immer noch nicht komplett durch die Story durch. Wir haben also noch einiges vor uns. Und ja, das war erstmal alles zur Einleitung. Also, wenn ihr Guild Wars 2 lange nicht mehr gespielt habt, installiert es euch mal wieder. Es ist auf jeden Fall jetzt mal wieder was Neues drin. Wenn ihr mich nicht versteht, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ich zu leise oder zu laut bin. Einfach mal kurz in die Kommentare schreiben. Was Neues drin. Wenn ihr so, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter. Okay, ich habe jetzt gerade mal das Bild ein bisschen umgestellt. So müsste es eigentlich besser aussehen, weil so seht ihr, glaube ich, mehr vom Bild. Okay, und nun legen wir mal los, was Karnach uns sagt. Der wird uns jetzt ein bisschen auf die Story hinweisen. Gern geschehen, verzeiht, gern geschehen, Kommandeur. Ich bin Kommandeur. Genau. Erspart mir euren Sarkasmus, zeigt mir einfach, welchen Weg Katie genommen hat, weil die suchen wir ja. Woher wusstet ihr, dass die Überreste des Modrem mit Fallen gesichert sind? Fragen wir erstmal das. Weil ich sie selbst gelegt habe. Sie sollten Feinde davon abbringen, dem Aufklärungstrupp meiner Schwester zu folgen. Damit meinte ich natürlich nicht euch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch Feinde sind. Ihr seid schließlich ein verurteilter Verbrecher. Was der hier gemacht hat, kann ich nicht genau sagen. Ich habe die erste Staffel der Story nicht mitbekommen und in der ersten Staffel hat er wohl Mist gebaut. Aber ich habe nicht genau rausgefunden, was er für Mist gebaut hat. Ich wünschte, ihr könntet die Vergangenheit ruhen lassen. Außerdem haben wir eine Mission zu erfüllen. Ich kann euch helfen, kostbare Zeit beim Aufspüren des Aufklärungstrupps zu sparen. Immerhin weiß ich, welche Richtung sie unterwegs sind. Schön, wir brechen auf. Wie ihr wünscht. Übrigens empfehle ich, diese Minen an allen Modrem-Leichen anzubringen, die wir finden. Ja, ist das denn die Mühe wert?
Wir sind in der Unterzahl. Überfälle aus dem Verborgenen sind hier die bevorzugte Taktik. Dieser Sprengstoff kann viele Modrim auf einmal ausschalten. Platziert ihn einfach und wartet darauf, dass unsere zielstrebigen Opfer zurückkehren. Okay. Und nun suchen wir Kaitis Trupp. Wir sind ja hier in der Silberwüste. Die Silberwüste ist das derzeit neueste und höchste und aktuellste Gebiet, wenn man es mal so nennen möchte. In der lebendigen Staffel 2 kam irgendwann die Trockenkuppe. Das war so der Anfang. Dort hat man die ersten 2, 3, 4 Staffelquests gemacht. Und ab der fünften geht man dann in diese Silberwüste hier. In der Silberwüste gibt es Forts, die man einnimmt. Da fahren Karawanen rum, die man beschützen muss und so weiter. Also das hier ist das höchste oder ich sag mal aktuellste Gebiet. Und mit dem Add-on geht es dann ja hier rüber in den Maguma-Dschungel. Und da sind wir doch mal gespannt, was dann da so sein wird. Aber jetzt erstmal weiter zur Story. Was diese Dinge hier bedeuten, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal dorthin zu dem Punkt gehen. Bestimmt einiges an Kämpfe bestreiten müssen. So, wo gehen wir denn lang? Erstmal hier unten. Mal gucken, was wir da haben. Da liegt so ein Mordrim. Wenn wir schlau sind, können wir sie umgehen. Also drumherum oder hindurch? Ja, drumherum oder hindurch. Ach, die paar können wir doch killen, oder? Ui, das sind aber ein paar viele, ne? Oh Gott! Ja, das mit der Bombe hat doch gut geklappt. Habe ich mir fast so gedacht. Das gleiche machen wir hier nochmal bei dem. So, Bombe steht, Mine liegt. Ja, jetzt kommt man näher, hier gibt es ja gar nicht. Ja, Mai, jetzt sind die immer so weit weg, dass... Ah, endlich. Die würden natürlich auch ohne Mine sterben. Aber mit Mine geht es ein bisschen schneller. Ich hoffe nur, dass ich die nachher nicht noch brauche, falls uns irgendeiner verfolgt oder sowas. Und dann schauen wir da mal. Da haben wir eine Gerüchte Eingeweihte. Die Wunden am Körper dieser Soldatin sind ganz frisch. Es ist gefährlich hier. Zu viele Verstecke und Hinterhalt möglich. Wäre nett gewesen, wenn man einen dieser Kopter hätte benutzen können. Ich mach mal die Musik was leise. Die ist ja immer im Hintergrund unterwegs. So, und nun gehen wir weiter. Jetzt müssen wir da unten in die Ecke. Ich sehe es schon. Lust zu töten steigt. Ja, ich bin ja Elementarmagier, Level 80. Wenn ihr mal meine Rüstung schauen wollt, können wir da auch mal kurz reingucken. Ich bin kein Dungeon-Gänger, kein Instanzengänger. Ich habe also das meiste auf Level 79 oder 80 und in Orange, also schon relativ hoch. Hab die überlegene Rune des Balthasars drauf auf den meisten Items, damit ich da 100 Zusatzschaden habe und sowas. Und benutze, hier seht ihr es ja, das Zepter und den Dolch. So, und da habe ich also mein Feuer. Da macht's, ja, das sind Dots eher, ne? Dann gibt's den Stromschaden, der geht schnell. Das hier ist mehr Area. Und Wasser ist auch Heilung. Also ich kann zwischen den vier Elementen umschalten. So, jetzt legen wir hier noch eine Mine.
Und weiter geht's. Mal gucken, ob wir die später noch brauchen, wenn wir irgendwie wegrennen müssen. Glaube ich zwar nicht, aber jetzt liegt sie schon mal. Okay. Und weiter geht's. So, hier um die Ecke, da sind wieder ein paar von den Wölfen. Oh. Lust zu töten steigt. Das war jetzt nicht so gut. Fühlt sich gut an. Gar nicht. Ja, das war natürlich eigene Dummheit, wenn man natürlich nicht hinguckt. Ein Glück sterben die schnell, so wird man wieder belebt. Da waren die hier in der Ecke, wo kamen die? Ach, die sind hier in eine Patrouille gelaufen. Das ist ja was. Voll gemein. Da ist der Trupp. Gehen wir. So, da hat die Mine doch gut geholfen. Oh. Das ist aber wieder anstrengend. So viel auf einmal. Ja, dann muss man auch mal vom Kontrollpunkt wieder sich durchsterben. Das geht zum Glück relativ gut. Also man muss zwar jetzt wieder den Weg laufen, aber man hat nicht die Problematik, dass das ganze Spiel beendet oder so. Man kann also wirklich durch die Instanzen weiterlaufen. Es wird es dann schwer, wenn man die Rüstung wirklich total defekt hat und sich so oft wiederbeleben musste, dass die Rüstung weg ist. Aber eigentlich kommt man immer weiter durch. Also wir haben das gleich hier fertig. Ja, ich habe da ganz gute Hoffnung. Das dürfte kein Problem geben. Gleich haben wir die Story durch. Oh, oh. Das sieht aber doch sehr gefährlich aus. Also sterben noch, das klappt. Ja, jetzt ein bisschen Spitze abfeuern, passt doch alles. Die gehen down. Okay, wunderbar, das hat geklappt und jetzt, da ist Katie. Legen wir noch schnell eine Mine und beleben hier die Hilfe wieder. Der kann ja auch vielleicht ein, zwei Schaden machen oder die. Okay, mal gucken, was Katie sagt. Willkommen in der Silberwüste, Gary Metatron. Wie ich sehe, habt ihr meinen kleinen Bruder Kanach im Schlepptau. Aha, das ist also der Bruder von ihr. Okay. Man hat mir gesagt, ihr könntet hier etwas extra Hilfe gebrauchen. Nichts, womit ich nicht fertig werden würde. Trotzdem begrüße ich eure guten Absichten. Hat euer Einsatztrupp etwas Brauchbares in Erfahrung gebracht? Noch nicht, aber mein Instinkt verrät mir, dass wir kurz davor stehen, die Quelle zu finden, die hinter dem Mordrenüberfällen steckt. Ah, das ist doch mal interessant. Ja, ich würde mal sagen, der Drache, ne? Dann wollen wir mal schauen, ob ihr damit recht habt. Angesichts der Tatsache, dass sie immer mehr werden, denke ich, wir nähern uns etwas Wichtigem. In dem Fall nehme ich an, sie werden immer kampflustiger. Ihr könnt euch gern verstecken, wenn es losgeht, Kanach. Habt ihr Angst, dass ich euch bloßstelle, Kate? Okay, findet zusammen mit Kate einen besseren Aussichtspunkt. Wir wollen also was gucken. Und dafür müssen wir jetzt, ihr seht's, ein bisschen nach Westen, Süden und dann sind wir da. Okay, dann machen wir das doch mal.
schauen wir uns weiter die Gegend an. Erstmal wieder hier verminen, weil es doch besser bei den ganzen Mobs, die hier rumrennen. Die Zahl der Morde nimmt immer noch zu. Was bedeutet, wir werden bald wissen, was sie da draußen vorhaben. Gehen wir rasch weiter. Na, da habt ihr es gehört. So, den hier holen wir uns mal. Ja, das passt schon. Okay, kein Thema. Und weiter geht's. Den hier verminen wir wieder. Mal gucken, wer da angelaufen kommt. So, kommen die von automatisch? Nee. So. Das war doch effektiv. Und die hier machen wir so. Sind schon tot, auch ohne Mine, wunderbar. Mal legen wir noch kurz eine Mine rein, falls wir weglaufen müssen, wie eben schon gesagt. Und weiter geht's. Ah, wir sind aber gleich am Aussichtspunkt, da oben ist er irgendwo. Und dann sind wir in der lebendigen Staffel wieder ein bisschen weiter. In der lebendigen Geschichte, so heißt es. Die Geschichte lügt nie. Historiker hingegen. Ah ja, was will sie uns damit sagen? Okay, hier sind noch ein paar. Ich fühle mich stark. Genau, ich fühle mich stark. Da oben. Okay, jetzt wird's spannend. Schauen wir mal. Hier an der Ecke. Da, ein Basislager für die Mordrim der Gegend. Seht ihr dieses Leuchten? Ja. Was könnten sie vorhaben, so weit hier draußen? Es kommen Mordrim auf uns zu. Wir sollten uns wohl zurückziehen. Wir sind tief in ihrem Gebiet und zahlenmäßig weit unterlegen. Wir sollten ein Leuchtfeuer hochschießen. Ich hoffe, der Pakt sieht unser Signal und schickt Hilfe. Okay, dann war ja auch mal interessant. Riesenvieh war das gerade. Das Leuchtfeuer hat mehr Mordrim angelockt. Wir müssen weg hier. Hier oben sitzen wir in der Falle. Kämpfen wir am Fuß des Hügels weiter. Okay. Ich fühle mich stark. Weich zurück, oder diese Ranken reißen uns in Stücke. Wir sollen am Fuß des Hügels. Heißt das nach unten wieder, ne, oder? Würde ich mal sagen. Ist gerade ein bisschen undeutlich, wo man hin soll. Fühlt sich gut an. Na toll. So viel Gift, Gift nervt. Haltet durch! Hilfe ist unterwegs! Echt? Woher kommt die Hilfe? Ich weiß ja gar nicht. Ja, schauen wir doch mal, ob wir hier diese ganzen Mobs wegkriegen.
Ich hoffe, der Pakt kommt schnell. Sonst ist niemand mehr übrig. Das war jetzt aber auch wieder sehr unübersichtlich. Ah, Mann, Mann, Mann. Bereit für den Einsatz. Wir setzen uns auf dem Vorsprung dort zur Wehr. Dieses Gebiet wird überrannt. Auf welchem Vorsprung? Also, toll. Ich weiß nicht, was die meinen. Okay, jetzt kommt ein Kopter. Wo kommt der Kopter? Irgendwo da mittendrin. Okay. Oh wei. Na, das wird ja mal spannend. Schnell in den Kopter. Wir haben es ein bisschen überlebt. Weg hier. Diese Mordrem wollten unbedingt verhindern, dass wir Bericht erstatten. Ihr und der Kommandeur habt Erfahrung mit Drachen. Ist das vorhersehbares Verhalten? Altdrachen sind kaum vorhersehbar. Doch ihre Diener zeigen eine Art Situationsbewusstsein. Situationsbewusstsein? Ah, ja. Was ist denn Situationsbewusstsein? Ist ja interessant. Ich glaube, ich muss mal bei Wikipedia nachlesen. Gut, da seht ihr es. Dritte Beta-Weekend hat begonnen. Jawohl. Da konnte man schon mal weiter. Also eigentlich nach der Story von Lebendige Staffel 2 sieht man dann auch, wie es weitergeht mit dem Magumaju und so. Deshalb will ich die Story bis dahin durchhaben, damit ich auch auf dem aktuellen Stand bin. Ja, und jetzt haben wir das. Also wenn ich jetzt mal hier schaue, das war's schon für die Instanz. So, gucken wir mal. Also Echos der Vergangenheit. Holt zu Katies Aufklärungstrupp in der Silberwüste auf. Das haben wir gemacht. Majiro und Kasmi bieten um eure Hilfe in der Abtei. Schaut in euren Posteingang. Na, komisches Ende. Wir sind hier in der Abtei Dormont in eine Sackgasse geraten. Wir würden gerne mit einem ansässigen Drachenexperten sprechen, aber er hat sich in einen sicheren Ort tief in der Abtei zurückgezogen. Leider wird der Zugangsschlüssel zu diesem Raum regelmäßig geändert und niemand kennt den aktuellen. Erinnert ihr euch an die junge Exploratorin Campbell aus Fort Salma? Magistra Makai glaubt, dass sie den aktuellen Schlüssel hat, aber sie betreibt derzeit Feldforschung in der Silberwüste. Hier sind wir ja. Könnt ihr den Zugangsschlüssel für uns in Erfahrung bringen? Um sie davon zu überzeugen, euch den Schlüssel zu geben, müsst ihr folgende Worte wiederholen. Lang lebe der König von Deldrimor. Maiori Delacqua. Ja. Ein Schatten ist auf unsere Mutter gefallen. Unsere wilde Jagd hat uns hergeführt, damit wir sie rächen und vor dem Hohn des Drachen schützen. Okay, also irgendwie, sonst kriegt man nach Instanzen dass immer eine Belohnung. Sollen, hat der Centurio aber nicht gesagt. Diesmal gab es keine Belohnung, obwohl wir es durchhaben. Machen wir mal hier weiter. Bin sofort gekommen, als ich euer Leuchtfeuer gesehen habt, Kommandeur. War zwar ein Risiko, bei dem vielen Staub und Sand in der Luft zu fliegen, aber offenbar war es gerechtfertigt. Ich weiß das zu schätzen, Taktiker. Wisst ihr, wohin Katie und Kanach aufgebrochen sind? Ja, die sind einfach weg? Komisch. Bei Kanach bin ich mir nicht sicher, aber Katie wollte den Marschall mit den Informationen Meldungen machen, die ihr über die Aufstellung und das Verhalten unserer Feinde herausgefunden habt. Die Informationen sind ausschlaggebend für unsere strategische Planung. Danke, falls ihr sie seht, sagt ihnen, dass ich mich um etwas kümmern muss. Natürlich, Kommandeur, kann ich euch sonst irgendwie helfen? Das könnt ihr tatsächlich. Ich suche nach einer Exploratorin namens Campbell. Ah ja,
Sie traf kurz vor euch ein. Sie ist draußen im Feld bei einer Ausgrabung, nehme ich an. Ihre Ausgrabungsstätte auf eurer Karte markieren. Ja, das wäre doch mal was. Ah, jetzt ist es richtig abgeschlossen. Und ihr seht, was ich eben meinte. Hier Modrumsäcke. Dann noch 3 Kisten mit Lagergut. Mit Banditenwappen ein Beutel, damit die kann man tauschen hier mittlerweile. Und aufgestiegene Fragmente, also richtig gute Belohnungen. So, und damit haben wir jetzt richtig viel bekommen. Wir gucken jetzt mal ins Inventory. 3 Truhen machen wir nochmal auf. Okay. Leider Pech gehabt, eine grüne Rüstung. Jo, in dem Sack war dann auch mal was Blaues drin. 78er und 79er Sachen. Ja, dann schauen wir doch mal, was der 80er Stab uns bringen könnte. Im Handelsposten verkaufen? 1,45. Ah ja, gut. So ist das. Ist nicht viel wert, aber er ist etwas wert. Beim Händler 99, da 1,45. So, und jetzt schauen wir mal, wo sollen wir denn jetzt wieder hin? Hier sollen wir jetzt hin. Also wir haben ja jetzt relativ... Das ist jetzt komplett die Silberwüste. Ihr seht, ich war fast schon überall. Fast. Und jetzt müssen wir uns hier unten durchkämpfen, dann hier lang. Wir könnten auch mal hier oben lang gehen. Wir können lang gehen, wo wir wollen. Also hier geht's lang und da geht's lang. Hier den Weg kenne ich noch schon, den gehe ich jetzt eher. Und ich muss hier nochmal zu dieser Ecke, damit ich diese Freischaltung bekomme. Und genau, dann gehen wir doch einfach mal los. Mal schauen, was uns alles so für Mobs begegnen auf dem Weg dorthin. Und wenn wir jetzt nochmal die Story gucken, die ist ja gerade richtig abgeschlossen gewesen. Seht ihr, wir sind trotzdem noch in Echos der Vergangenheit. Ja, also jedes von diesen grünen Häkchen hier ist eine Instanz. Ist eine richtig lange Story sozusagen. Ihr seht ja auch die Beschreibung. Und jetzt ist auch Katies Aufklärungstrupp zusammengefasst. Die Geschichte, die ich also gerade eben gespielt habe und was wir so gemacht haben, kann man wirklich schön nachlesen, wird richtig schön wieder hier aufbereitet. Und wir müssen jetzt versteckte Arcana machen. Findet Exploratorin Campbell und bringt den Zugangsschlüssel in Erfahrung. Weil die wollen ja mehr Informationen sammeln über den Drachen. Dafür brauchen wir diesen Zugangsschlüssel. Und jetzt suchen wir die mal. Hier auch voll die moderne Tür, ne? Hier, die sind schon ganz witzig, diese ganzen, ja, Asura. Ah, jetzt geht sie nicht zu. Doch, da. Guck mal, wie cool, ne? Jetzt kommt man dran. Voll geil. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Hier unten müsste die Erkundung sein. Hier gibt es auch Truhen und dafür braucht man Banditenschlüssel. Und diese Truhen findet man mit Banditenschaufeln. Ist ein bisschen, kompliziert gemacht. Also wenn ihr keine Banditenschaufeln habt, findet ihr die Truhen nicht so gut. Wenn ihr die Truhen dann gefunden habt, braucht ihr Banditenschlüssel. Und die Banditenschlüssel kriegt ihr wie die Banditenwappen. Also ein bisschen komplex das Ganze, aber theoretisch kriegt man auch hier in der Gegend, wenn man hier rumläuft, schöne Truhen und kann die auch öffnen mit den Wappen. Ich glaube, ich habe sogar Schlüssel in dem Gepäck. Aber ich habe noch Sand. Und den kann ich noch durchsieben. Na super. Nichts Wertvolles gefunden. Das sind übrigens die Schlüssel hier. 4 Stück habe ich noch für die Banditentruhen. Ja. Und jetzt müssen wir nur noch Truhen finden. Machen wir uns mal weiter auf den Weg.
Okay, hier ist gerade wieder ein kleiner Event. Ein Gruppenevent erobert die Rotsternbastion von dem Modrum zurück. Die haben hier das Ding eingenommen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich habe schon mal gesehen, wie es nicht eingenommen aussieht. Ich fühle mich. Das geht nämlich auch. Da liegt übrigens eine Truhe neben der Ranke. Mal gucken, ob wir die noch aufmachen können. Die Ranken sind so nervig zäh. Okay, das hat geklappt. Die ist weg. Und dann machen wir doch mal eine auf hier. Warum ich wirf die jetzt keinen Modrum gerade? Nette Sachen. Okay, auch nur wieder ein Wappen, Wollrest, Dragonit-Erz und eine bestickte Geldbörse. Immerhin. Geldbörse ist ja schon mal was. Wir gehen jetzt hier vorbei an diesem Vor. Solo kriegen wir das sowieso nicht befreit. Ihr seht, was da drin los ist an diesem von diesem Grünzeug. Das ist schon ein Gruppen-Event. Ich fühle mich stark. Ich könnte jetzt auch mal wieder Leben kriegen, ne? Erfrischend. Ah, jetzt hat er es langsam raus. Okay. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Überall diese Ranken. Der Drache hat hier richtig sein Territorium markiert. Wir gehen hier, hier, hier. Irgendwie so. Meine Elementare sterben gerade. Aber das ist normal. So. Wir sind gerade zur Zeit ein bisschen spät unterwegs. Und Stofffetzen an der... Interessant. Deshalb sind wenig Spieler da. Also deshalb scheint das hier auch ein bisschen komplexer gerade zu werden, um dahin zu kommen. Hier gibt es auch so Tunnel. Ihr seht diese Tunnel dort. Das ist ein Andenken an mich. Damit kann man den Weg beschleunigen, wenn die offen sind. Wenn die aber ausgeixt sind, tja, sind sie geschlossen. Ihr seht's, das sind Skrit-Tunnel. Skrit sind wohl irgendeine Rattenart, aber die auf zwei Beinen gehen. Und die helfen uns, weil wir ja auch gegen die Modrum kämpfen und die mögen die Modrum auch nicht. So. Lust zu töten steigt. Okay, weiter geht's. Wir nähern uns langsam dem Punkt, an dem der Zugangsschlüssel sein müsste. So, wir kommen immer näher. Nehmen hier noch gerade das Mithril-Erz mit. Wollen wir alles haben. So, und? Ja genau, jetzt hier nach oben. Oh, oh. Relativ weit von dem wegbleiben, weil das wäre nicht so gut. Und jetzt hier irgendwo in einen Gang. Genau, hier in den Gang. So, dann haben wir es bald auch schon wieder. Also ist schon eine gefährliche Gegend hier. Und hier sind halt wirklich nur die hochleveligen Spieler unterwegs. Ne? Irgendeiner, der mal so zwischendurch einen Char macht, also einen Twink, einen zweiten Charakter oder so, der läuft hier oben nicht rum im letzten Bereich. Darum, ihr seht, wie alleine ich manchmal hier rumlaufe. Okay, und da ist sie. Kommandeur, ich hatte schon vermutet, dass ich euch wiedersehen würde, nachdem ihr mich von den Seraphengeistern gerettet habt. Was führt euch hierher? Mir wurde gesagt, dass ihr etwas über einen gewissen Abteizugangsschlüssel wüsstet. Oh, den Zugangsschlüssel zum Vorratsraum. Ich schätze, abgesehen von Magister Steinheiler, kenne ich den als einzige. Wir sind in diesen Tagen also alle so verstreut, viel zu tun. Habt ihr das Passwort? Ja, genau, da war was. Ja, ich habe es. Ich habe es nicht, aber ihr könnt mir auf die Probe stellen. Wofür braucht ihr ein Passwort? Ich sollte irgendwas mit König sagen oder so. Großartiges, was ist es? Ja, Tod für Primo? Nee. Jeder Zwerg? Nein. Möge der große Zwerg? Nein. Lang lebe der König von Deldrimur. Genau das soll ich ihr sagen. Das weiß ich noch. Das ist es. Ihr habt es. In Ordnung. Ihr könnt meine schriftlichen Kopien haben. Ich habe mir alles ins Gedächtnis eingeprägt. Könnt ihr es mir vorlesen?
Ein Mann, der beinahe König war, hatte einen Geist zum Kind. Am Handelsposten Hufschläge, geschwind wie der Wind. Und einmal im Jahr in einem großen Feld, ein eifriges Kind wächst in der Welt. Es gibt noch zwei weitere Zeilen, aber ich trage sie nicht bei mir. Kann ich hineingelangen oder die anderen zwei? Nein, aber macht euch keine Sorgen, ich habe die andere Hälfte aus Sicherheitsgründen zurückgelassen. Ihr findet sie, wenn ihr drei Bücher aufstöbert, auf die sich die Zeilen des Codierschlüssels beziehen. Wie funktioniert dieser Schlüssel? Verstanden. Okay, trefft Majori und Kasmir in der Abtei Dormont. Jetzt sollen wir also in die Abtei zurück. Ihr seht also, auch die Story geht dann immer mal wieder in die alten Bereiche, so dass man sich auch mal wieder die alten Bereiche anschauen kann. In den alten Bereichen sind manchmal diese ganzen Entdeckungspunkte jetzt verändert. Ich hatte nämlich damals so um die 99% und als ich jetzt nach langer Zeit wieder eingeloggt bin, hatte ich irgendwie nur noch 97 oder so. Es kamen ja auch viele dazu durch die neuen Gebiete, aber ich glaube, die zählen nicht dazu. Auf jeden Fall musste ich nochmal ein bisschen neu rumlaufen. Und hier sind wir in der Abtei Dormont. Jetzt gehen wir erstmal reparieren da vorne. So. Was haben wir hier denn? Wissen ist der größte Schatz. Okay, Modrim. Blüte, davon habe ich noch gar keine gefunden. Zu viel ist vergessen worden. Ja, wenn ich welche finde, könnte ich sie tauschen. Oh, da gibt es aber viel Glück, nicht Farbe, Beutel mit seltener Ausrüstung, Spielzeugeier, Miniaturen. Oh, da gibt es aber interessante Sachen. Tja, aber null verfügbar. Habe ich bis jetzt noch nie gefunden, obwohl ich schon die 5 Storys gespielt habe. Naja, holen wir mal aus dem Handelsposten unser Geld ab. Mal gucken, woher die Blüten irgendwann mal kommen. So, 2 Gold 25 hatte ich wieder Items verkauft. Sehr schön. Und nun gehen wir mal zu Majori und Kasmir in der Abtei Dormont. Die müssten ja irgendwo hier unten sein, würde ich sagen. Da müssen wir uns mal ein bisschen hier durchbewegen. Hallo. Hier ist es noch ruhig. Warum mache ich mir eigentlich immer so einen Stress? Ich könnte doch hier einen kleinen Raum irgendwo mieten, oder nicht? Ui. Eine Instanz. Ja, ich würde sagen, die Instanz machen wir auch demnächst mal wieder. Wir haben ja jetzt ziemlich viel gesehen, ne? Also, das war ja jetzt ausgiebige Staffel 2 erzählen, erklären und auch erklären Edelsteinshop und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, Echos der Vergangenheit machen wir dann demnächst mal weiter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, folgt mir doch, lasst mir doch ein Like da. Dann bis demnächst. Bye, bye.